Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zum Merch Number Runner 3D. Das sind viele Wörter, aber wir müssen schießen. Okay, ich verstehe das. Okay, jetzt haben wir zwei Nullen. Jetzt haben wir eine 1. 0 und 0 ist eine 1. Und 1 und 0 ist eine 1 und eine 0. Ja, okay, 100 machen wir auf jeden Fall kein Damage. Jetzt haben wir zwei Einsen und die werden zu einer 2 und die schießt jetzt auch doppelt so schnell. Und jetzt haben wir zwei Nullen und eine 2. Okay, jetzt gehen wir hier rein. Da ist jetzt gerade eine Menge passiert. So, wir haben jetzt hier unsere Zahlen, die wir freigeschaltet haben. Wir haben die 0, die 1 und die 2. Und die verdoppeln immer ihren Damage. Okay, das heißt, die machen immer doppelt Schaden. Und die machen auch immer doppelt Schussgeschwindigkeit. Das bringt tatsächlich dann eigentlich gar nichts. Also ist quasi eine 2 genauso gut wie zwei Einsen. Aber es ist halt eine 2. Okay, habe ich verstanden, alles klar. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch erstmal gar nicht zusammenfügen. Machen wir aber trotzdem, weil wir dann nämlich eine... Die 3 sieht ja übel eklig aus. Was ist das denn für eine Zahl? Okay, wir kämpfen. Let's go. Oh, gegen Rainbow Friends. Aber die fetzen wir komplett locker flockig. Weg, meine Freunde. Nice. Weiter geht's. Jetzt können wir Schaden oder Feuerrate updaten. Für jeweils 100. Ich mach mal beides auf den Doppelten. Mach mal beides auf den Dreifachen, oder? Boah, jetzt gehen wir über. Passt auf. Ja, jetzt mache ich hier schon weiter. Bam, jetzt mache ich... Ah, warte, was ist das? Multishot? Okay, wir machen auf jeden Fall Multishot. Dann meint ihr, wir schaffen 222? Wir haben es wirklich 222 geschafft. Ich habe jetzt einfach schon eine 2 und eine 0. Feuerrate, wir machen Multishot natürlich. Oh, jetzt da. Oh, nice. Jetzt waren wir... Oh, jetzt kriegen wir eine 3, glaube ich, oder? Ah, nee, jetzt verbinden die sich nicht mehr. Warte mal, was passiert denn jetzt hier? Ah, oh, eine 3. Eine überhässliche 3. Okay, wir können weitere Nullen kaufen für Geld. Aber das ist wahrscheinlich Geld verschwinden. Warte mal. Wir können die erstmal zusammenfügen. Da haben wir eine 4. Die sieht stabil aus. Hat die mir jetzt wirklich nichts gebracht? Nee, ist wirklich... Nee, ja, die, da mache ich sogar Minus. Guckt mal. Das ist nicht mehr das Doppelte. Das ist auch nicht mehr das Doppelte. Ja, man wird nur betrogen hier, Leute, sage ich euch. Ich würde sagen, ich kaufe mir noch 2. Ah, verdammt, ich habe kein Geld mehr. Ja, ich wollte 2 Nullen kaufen, damit ich die zur 1 machen kann, damit ich die hier zur 2 machen kann. Aber okay. Na gut, dann machen wir. Let's go, let's go. Die schaffen das schon. Jetzt haben wir rote Rainbow Friends am Start und wir haben die komplett aus dem Leben rasiert. Noch 2 Level, dann kriegt man ein Geschenk. Ah, das ist ein Boss. Okay. Ja, updaten wir beides mal ein bisschen. Perfekt. Jetzt sind wir schon sehr OP-mäßig unterwegs. Immer weiter. Ah, der schießt so schnell jetzt schon. Was heißt die Wa? Ach, da kriege ich nur eine halbe. Was passiert jetzt? Plus 1? Ah, kriege ich eine weitere 0. Okay, ich habe dagegen, bin dagegen gekracht. Aber man kann das schaffen, Leute. Wir probieren es nochmal. Man kriegt auf jeden Fall die 99 klar. Vielleicht kann ich ja schon mal hier diesen machen. Wisst ihr? Die Profi-Moves am Benzer nämlich. Oh, nice. Oh Gott, man kann in das Wasser fallen? Na gut, das wusste ich nicht, meine Frau. Mann, ich habe da so einen Profi-Move ausgepackt. Seid ehrlich, das habt ihr ja noch nie gesehen. Und dann schleudere ich einfach ins Wasser. Das ist ein bisschen illegal. Ja, okay, das heißt, wir müssen wirklich vorsichtig sliden. Beide Nullen tüten wir ein. Bam, bam. Ah, ich erkenne das Problem. Die müssen auch nebeneinander sein. Ah, jetzt eine Überkombo. Und 3-0 nochmal. Oh, ich habe die eine Null nicht mitgenommen, verdammt. So, ich kann mir mehr Slots hier auch kaufen. Aber brauchen wir gar nicht. Wir fighten einfach mal. Ich denke, wir müssen hier gar nicht zusammenfügen. Das schafft mein Team auch so locker flockig. Absolut locker flockig. Nice. Jetzt können wir nämlich hier weiter investieren. Das ist schon sehr stark. So. Weil hier sammle ich ja auch Nullen halt. Und die nehme ich natürlich mit. Aber was ich mich jetzt frage. Wir kriegen eine 1. Nice. Kriegen wir. Also behalten wir die. Weil ich zeige euch gleich, was ich meine. Ich nehme hier auf jeden Fall eine 0. Oh nein, jetzt habe ich die 2 verkackt für eine 0. Egal, jetzt haben wir Multishot. Jetzt geht's komplett ab. Wir machen so viel Damage, Alter. Das ist unnormal. Ja. Oh, jetzt haben wir eine 2 und eine 3. Das ist gut. Wir machen so viel Schaden, das ist krank. Man behält das. Oh nein, das ist die Null an der Seite runtergefallen. Scheiße. Okay, das heißt, wir behalten das. Das ist geil. Wir machen mal ein bisschen Verbinderheimer. So. Oh, eine 5. Nice. Jetzt haben wir die und die. Nice. Und das war's, wir sind pleite. Aber was auch nice wäre, ist, wenn ihr eine positive Bewertung abgibt, wenn ihr wissen wollt, wie die letzte Zahl ist, was die letzte Zahl ist und was die drauf hat und wie die aussieht, lasst eine positive Bewertung da, flankt den Like-Button und abonniert auch kostenlos, na, um nichts zu verpassen. Da seid ihr auf jeden Fall mindestens 5-mal so cool. Let's go.
Oh, die halten plötzlich voll viel aus. Warte mal. Aber die 5 schießt abnormal schnell. Überleg mal, man sieht ja die Schüsse. Ich verliere. Nee, warte, die halten sich noch. Da ist aber, da ist ein Five Nights at Freddy's Boss plötzlich aus dem Nichts. Der Boss halt hat noch keinen Schaden, ne? Das ist ein bisschen ein Problem am Mentes gerade. Und der kriegt auch kaum Schaden. Die 2 hat's erwischt. Die 5 hat's erwischt. Ja, ich hab verloren. Alter, hä? Das ist tatsächlich ziemlich schwer. So, wir müssen auf jeden Fall alle Nummern mitnehmen. Möglichst viel Cash verdienen. Jawohl, kriegt man noch eine 0 dazu. Die der macht jetzt eine 3. Ja, man muss immer darauf achten, dass man die Nummern auch auf der richtigen Seite einsammelt, damit die sich halt richtig verwandeln können. Das ist ein bisschen die komplizierte Angelegenheit. Wie machen wir das hier jetzt? Das ist eigentlich egal. Hier, bum, 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 bum. Man darf, ich habe auch noch was anderes dazu gelernt. Ich zeige euch das gleich. Und zwar, wenn man die zusammenfügt, machen die weniger Schaden. Ich habe ein Überteam. Machen weniger Schaden, aber ich habe jetzt zum Beispiel ein Platzproblem. Ne? Aber ist jetzt erstmal egal. Ich lasse die so, aber ich packe natürlich die 6 nach hinten. Da kann ich nicht mehr, verdammt, weil ich keinen Platz habe. Dann machen wir so, zack. So, dann die 0 vor, 2 hinter, die 3 hier hin, die 0 hier hin. Damit die großen Ziffern hinten sind, Leute, wisst ihr? Nee, ich will nicht verbinden, ich will nur so. Es macht erst Sinn, zusammenzufügen, wenn der Platz voll ist. Und das heißt, ich werde mir hier erstmal noch ein bisschen was dazu kaufen, aber erstmal müssen wir gewinnen. Ja, weil 2 Fünfen machen mehr Schaden als eine 6, ne? Das ist halt das, was ich jetzt ein bisschen dazugelernt habe. Außerdem weiterer Vorteil, die tanken mehr. Die halten halt mehr aus. Die Monster brauchen mehr Schläge, um mehrere Zahlen zu töten. Und guck mal, wie locker flockig wir das hier schaffen. Bisher noch keine Nummer verloren. Jetzt fällt. Oh, wir haben ein Geschenk. Und da ist drin einfach nur Geld? Dadurch, es gibt was Besonderes, ein Skin oder so. Einfach nur Geld bekommen. Ich glaube, hier haben wir schon ganz gut geupgradet. Ich mache mal nichts, Leute. Ich fahre einfach mal. Weil da komme ich eigentlich bisher sehr gut durch. Ja. Oh, da ist Geld drauf. Das hätte ich schon gern gehabt. Feuerrate plus 5, nehmen wir. Die ist überschnell. Jetzt, ich habe ein komplettes Nummernmaschinengewehr. Durch 2 geteilt wollen wir auf jeden Fall nicht. Easy. Und jetzt nehmen wir noch beide Nullen auf beiden Seiten und die werden zu 1. Geil. Ich habe 3 Zahlen, die passen nicht hin. Die werden dann einfach gelöscht. Ah, das ist natürlich scheiße, ne? So, das heißt, kaufen wir neue Slots. Ich würde eigentlich noch den 3000er Slot kaufen. Jetzt kaufe ich einfach alles voll. Jetzt kann man uns eh nichts mehr leisten, ne? Aber wenn wir jetzt wieder mit Zahlen reinkommen aus dem neuen Run, sollten wir uns zumindest so, ich würde sagen, 4 Plätze sollten wir uns aufheben, ne? So, jetzt haben wir 4 Butzen. Warte, die Zahl kommt hier vor. Jetzt haben wir 4 Butzen, das sollte reichen, wir kämpfen. Oh, alter Junge, die werden anders gefetzt. Das Boss-Level war ziemlich stark tatsächlich, weil das Level haben wir ja komplett easy geschafft. So, wir kaufen hier weiterhin nichts, wir müssen ein bisschen Geldsparermodus machen. Das sieht zuerst aus wie ein Geschenk, ne? Aber ist kein Geschenk, ist ein Hindernis. So, die haben wir auch beide. 0 müssen wir aber auf die Seite klatschen. Dann haben wir nämlich eine 2. Ne, das kriegen wir nicht, schade. Und hier jetzt die 0 auf die Seite. Wichtig. Spreadshot. Das ist so, oh, das geht überab. Okay, fühle ich. 0 schön hier rein. Zack, zack, 3. Ja, das war eine geile Kombo. Bumm. 2200 für ein bisschen Cash. Und hier Geld und eine 0 haben wir auch beides. Sehr schön. Jetzt kommen wir mit einer 3 und einer 1. Das ist schon stark. Und wir können uns jetzt, denke ich, auch noch was dazu kaufen. Das heißt, wir machen diesen, kaufen einen dazu, machen diesen und diesen. Kaufen noch einen dazu und kaufen noch einen dazu. So, wir wollen immer 4 frei haben, würde ich sagen. Ne? Immer 4 frei haben. Weiter, nächster Kampf. Aber gleich machen wir auch noch mal eine Monster. Das waren 2 Rainbow Friend Boss und ich habe die beide übergefetzt. Gleich machen wir nochmal so eine Rainbow Friend Combo. Mal 2 Multiplier, fühle ich. Wir machen beides links. Ja, okay, es hat leider nicht so geklappt. Hier müssen wir rechts. Kombination ist, danke. Das machen wir hier in die Mitte, würde ich sagen. Hier so. Bum, bum. Ah, jetzt habe ich eine geile Combo. Oh, jetzt hier eine 4. Ich hatte noch nie eine 4 in dem Run. Das ist geil. Und da kommen nochmal 3 Nullen. Ich weiß nicht, ob das nochmal eine Combo gibt. Aber wir wären. Oh, wie mache ich denn das jetzt? Ich mache einfach so. Oh, das sind zu viele. Ich habe 6. Ich habe doch nur 4 Plätze. Verdammt. Ah, die haben sich von selbst gemerged, ne? Okay, das ist natürlich klug. So, wir wollen aber 4 frei haben. Das heißt, wenn man das zur 2, das zur 3. Das zur 3. Das zur 4. Vielleicht sollten wir sogar 5 frei haben, ne? Weil das war. Wir lassen 5. Wir machen 5 frei. Das ist sonst. Das ist sonst hier zu. Nee. So, so ist doch ein gutes Team, oder? Ah, ich kann mich hier dazu kaufen. Warte mal. Jetzt haben wir hier noch eine 1. Jetzt haben wir wieder nur 4 frei. Quatsch, das war eigentlich komplett Quatsch, als ich mir die gekauft habe. Absolut easy. Nice. Nächstes Level. Wir entwickeln uns weiterhin nicht weiter in diesem Race. Weil ich glaube, ich habe am Anfang so viel hier ausgegeben,
dass es jetzt wirklich gar kein Problem mehr ist. Die müssen wir auch kaputt machen. Die geben. Oh, das war knapp. Die 1 bitte. Nein, ich musste aufgeben. Verdammt. Gar nicht so schlimm. So. Ja, das ist jetzt wichtig. So und so. Nice. Jetzt machen wir die zu einer 1. Jetzt haben wir leider die eine 1 links, die andere 1 rechts. Aber ist nicht so schlimm. Wir machen einfach hier eine 0. Buff. Und jetzt gehen wir so hier so rein ungefähr. Hä, ich hab's doch perfekt hin. Ah, nee. Oh, ich hab kompletten Quatsch gemacht, Leute. Jetzt müssen wir auf jeden Fall eine Mega-Kombo hinkriegen. Sonst wird das hier komplett mau. Ah, okay. Das sind 5. Hab nur 4 Plätze. Hätte ich mal 5 Plätze gehabt. Ich hab's euch gesagt, Leute. So, wir wollen 5 Plätze. Das heißt, wir verbinden immer die schlechtesten. So, die 0 muss auf jeden Fall weg. Die 1. Haben wir die 2. So. Wir wollen aber 2 weitere Plätze. Also so und so. So, jetzt haben wir 5 Plätze. 3, 4, 5. Aber ich hätte auch mal Bock auf eine 7er-Kombination, ne? Da ist Hagi de Wagi als Boss. Junge, was hat er denn da? Und ich habe die innerhalb einer Millisekunde gefetzt. Und wir haben 8000 verdient. Ho, okay. Wir machen wieder kein Update, Leute. Das klappt doch gut. Ja, okay. Das haben wir jetzt leider nicht bekommen. Wir sollten vielleicht doch langsam mal ein Update machen. Und puff. Die müssen wir alle wegmachen. Die bringen Geld. So. Plus eine Zahl. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Kriege ich jetzt eine 2? Ah, nee, eine 0. Okay. So, so. Jetzt machen die, das wird zu 1. Also kriege ich jetzt eine 3, ne? Ah, geil. Weitere 2. Da muss man auch ein bisschen rechnen immer, ne? So, jetzt will ich eigentlich beide rechts haben. Das hat perfekt geklappt. Die will ich auf jeden Fall links haben. Oh Gott, da ist eine 1 runtergerutscht. Aber ist nicht so schlimm. Ja, okay, wir machen einfach so. Ja, passt. 4, wir haben ja eh 5 Plätze, haben wir gut gemacht. So. So, wir wollen weiterhin 5 Plätze. Das heißt, zack, zack. Und zack zu einer 3. So, ist aber immer noch zu wenig. Das heißt, wir kaufen 2 weitere und nochmal 2 weitere. Reicht immer noch nicht. Das heißt, nochmal 2 weitere. Wir bräuchten nochmal 2 weitere. Okay, dann hier 4, ist egal. Jetzt haben wir ein bisschen Platzprobleme, ne? Sag ich euch, wie es ist. Dann machen wir diesen und diesen und diesen und diesen. Es wurde mal an der Zeit, die 7. Bam. So. Gut, machen wir so, Leute, ne? Wir können uns aber eigentlich auch mal für 6000 bald einen neuen Platz noch kaufen. Die 7, Junge, die Bälle werden immer größer. Seht ihr das? Das ist ja unnormal. Oh, der hält aus, aber gefetzt. Nice. Ja, jetzt müssten wir hier langsam mal wieder investieren. Wir sind noch bald im nächsten Level, im Stadtlevel. Ich würde sagen, wir machen hier mal, kaufen beides einmal. Das sollte reichen. Uff, okay, den links haben wir nicht bekommen. Da machen wir zu wenig Schaden, aber ist okay. 3000, dann lass sie erst den angreifen. Dann den. Dann den. Oh, ah, ich habe da nicht alles bekommen. Eine 4? Als ob ich eine 4 kriege. Will mich nicht beschweren, ist natürlich geil, aber eine 4 ist teuer. Oh, jetzt perfekt außen und... Ah, oh, es hat nicht ganz geklappt, ne? Oh, nein, da ist irgendwas... Die, ich habe eine 4 runtergefallen. Oh, nein, ich habe die 4... Mann, ich habe noch nie so eine gute Zahl bekommen, so ein Scheiß. 2, 3, okay, was machen wir? Machen wir eine 5, machen wir die 0, machen die 5 machen wir hier, die 0 machen wir da, die 2 machen wir da hin. Kämpfen. Jetzt sind die Hagi de Wagis klein, normale Gegner plötzlich. Aber wir kommen da nach wie vor locker flockig durch. Aber es ist echt kombinationstechnisch. Überleg mal, wie viele Nullen du für eine 7 brauchst. Das ist arsch viel. 2 hoch 7 ist es, oder? Alexa? Was ist 2 hoch 7? Ich verliere. Das ist ja gefühlt das schwerste Handyspiel, was ich je gespielt habe. Let's go. Dieses Mal schaffen wir es. Wir schießen hier schon mal ein bisschen Pre. Sehen wir die und die, ja, zack. Dieses Mal darf uns nicht die 4 runterfallen. Das war dämlich, das war fatalamente Fehler. So, so. Die 0 machen wir schön auf die rechte Seite. Jetzt die 4. 4 muss in die Mitte, damit da das Risiko nicht da ist, dass die runterfällt. So. Ja, jetzt schön, dass die auf außen... Ich habe zu viele Zahlen auch. Guckt euch das mal an. So. Okay, der Run war aber viel besser. War nicht perfekt am Ende, aber er war viel besser. So, wir kaufen eine weitere. Und jetzt müssen wir ein bisschen kombinieren. So, ne? Wir wollen, ich sag mal, 4 wollen wir frei haben. So, jetzt haben wir 4 frei. Fight, jetzt so. Jetzt sollten wir es locker schaffen. Jetzt haben wir nochmal richtig dicke Upgrade. Das sah sehr gut aus. Die kommen ja auch wirklich keinen Meter ran. Ist aber tatsächlich ein relativ schweres Spiel, ne? Ich glaube, ich bin noch nie in einem Handyspiel so oft gestorben. Man muss wirklich richtig taktisch rangehen. Wenn du die immer zusammenfügst, so schnell du kannst, dann schaffst du die Level nicht. Weil die ja, wie gesagt, ja schwächer werden von Mal zu Mal, ne? Zum Beispiel der, guck mal, der Anstieg hier ist gar nicht so stark. Oh, oh. Ich verliere halt wieder. Was ist denn das für ein Spiel? Das ist ja übel schwer. Das ist ja absolut demütigend.
So, kann ich noch irgendwas kombinieren? Das wird halt wieder nicht reichen, ne? So ein Kack, ey. Bisschen irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht, Leute, wie wir das jetzt hier lösen wollen. Ich hoffe dieses Mal, vielleicht, dass wir so machen erstmal. So, die Schwächsten hier nach vorne kommen, die Starken hinten. Abfahrt. Oh, jetzt habe ich es locker geschafft dieses Mal. Hä? Warum hast du dieses Mal so locker? Weil ich ein bisschen umgepositioniert habe vielleicht? Wir sind in der Stadt. Wow, die sieht geil aus. Ne, wir wissen hier nichts. Alles gut. Ja, okay, das schaffe ich auf gar keinen Fall. Wir machen hier, hier. Das schaffe ich auch auf gar keinen Fall. Schade. Und ich bin tot. Verdammt. Dieses Mal... Oh, ich habe die Null verloren. Na, das schaffe ich auch nicht. Junge, ich bin... Das, ich muss updaten. Ich bin zu schlecht. Jetzt habe ich zumindest mal eine 2 bekommen. Oh, ich habe dieses Minus Fire Rate. Ja, ich bin tot. Alter! Ja, wir müssen hier, Leute. Das hilft ja nichts, oder? Schaden. Let's go. Oh, wir haben es geschafft. Nice. Man muss echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen in diese Fire Rate, weil ich bin in der Runde davor in diese Minus Fire Rate Geschichte gelaufen. Das ist natürlich Quark, dann hast du ja halt nur... Ja, ich bin wieder halt reingelaufen, habt ihr es gesehen? Weil wenn man zu viele Typen hat, dann... Ich werde mir jetzt einfach angewöhnen, nach links zu gehen, dass die runterfallen. Mir doch egal. Oh nein. Das ist hier sehr ruppig gerade alles. Oh, Alter, das war auf dem allerletzten Kackdrücker. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich es überhaupt schaffe, das Level. Warum ist das so schwer? Okay, wir kaufen eine weitere, aber die kosten inzwischen halt auch 2000. Das ist kein Boss-Level mehr, so sollten wir es eigentlich easy schaffen. So, wir wollen 4 frei haben. Wir kombinieren immer die schlechtesten. So, also haben wir das jetzt erledigt. So. Fight! Ja, das ist kein Boss-Level mehr. Das schaffen wir locker, das ist gar kein Problem. Aber ey, jetzt haben inzwischen auch diese Runs haben es auch in sich, ne? Ja, ich muss halt Schaden erhöhen, der hilft ja nichts. Let's go. Ich will zwar eigentlich kein Geld da ausgeben, aber was willst du machen? Aber das hier sieht ein bisschen einfacher aus. Da haben wir eine 2 auf jeden Fall. Da haben wir 12.000. Ja, das kannst du ja komplett vergessen. Zack, zack. Ja, das schaffen wir nicht. Ist nicht so schlimm. Jetzt hier. Jetzt haben wir halt wieder das Problem, dass wir hier ganz links... Ja, und da ist irgendwas runtergefallen. Perfekt. Schneller. Und jetzt hier. Schaffen wir nicht. Egal, nicht so wild. Ja, da ist wieder was runtergefallen. Egal, sind wir schön dünn. Super. Das auf sicher. Und jetzt das auf unsicher. Nice. Schön rechts. Nice. Wir nehmen alle 3 mit, wenn wir es schaffen. Schaffen wir auf gar keinen Fall. Wir nehmen es doch nicht. Na egal, 3 Zahlen. 0 und eine 3 und eine 2. Ist okay, ist ein guter Ausbau. Ah, da ist wieder irgend so ein Boss, ne? Bam. 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 Hm. Bam. Wir wollen 4 frei haben. Zack. Dann haben wir noch 3 frei. Jetzt haben wir 4 frei. Wir haben wieder voll viele 4, ne? Fight. Let's go. Könnte aber ein bisschen kritisch schweren. Ist ja wieder eine Art... Nee, okay, schaffen wir komplett. Ist krass, wie viel schwerer diese Boss-Level sind als die normalen Level, ne? Geschenk. 5.000 oder was? Oh, ist ja nicht sehr viel gewesen. So, dieses Mal können wir schön durch die Feuerrate und haben wir keine Probleme. Bin auf Risiko. Ja, das muss ich leider links und rechts, ne? Ging nicht anders. 18.000, schaffen wir das? Das schaffen wir auf gar keinen Fall. Ja, und ich habe da irgendwas verloren, so ein Scheiß. Das schaffen wir auch auf gar keinen Fall. Mann, ich verliere das immer, was ich da einsammle. Das ist illegal. Oh, jetzt die 0 brauchen wir ganz rechts eigentlich, damit sich das... Aber es ist Quark. Ist Quark, ich habe die 2 verloren. Egal, jetzt haben wir zumindest irgendeine 2 hier bekommen. Und eine 1, eine 2 und 1. Ey, das ist so schwer mit... Teilweise kommst du da auch gar nicht durch. Das sieht so aus, als ob du da durchkommst. Aber du kommst da nicht durch. Das sieht nur so aus. Das ist eine optische Täuschung, wie sage ich das? Bin ja nicht Blade, also ich bin ja Handy-Experte, ihr wisst das doch. So, wir haben keine 4 frei. Das heißt, wir machen hier eine 5. Oh, ich habe eigentlich Bock, eine Superentwicklung zu machen. Lass eine Superentwicklung. Das reicht gar nicht für eine Superentwicklung. Verdammt. Ich habe keine zweite 6. Ich bräuchte nur eine 3, ne? Dann könnte ich eine Mega-Kombo machen. Es würde ja so gesehen reichen, wenn ich mit einer 3 jetzt hier... Ja, ich schaffe leider nur das eine, ist auch nicht so schlimm. Mit einer 3 ins Ziel komme, ne? Das wär's. Okay, jetzt müsste... Das ist sehr wichtig, dass die 0 sich jetzt hier verbindet. Ansonsten habe ich nämlich ein Platzproblem. Ja, geil. Die 0 muss ich auch auf jeden Fall verbinden. Wir machen so. Aber die 0 will ich eigentlich gar nicht. Ich sage euch das, wie es ist. Ich bin zu breit. Noch mal bloß ein Charakter. Oh, oh. Ja, ich muss da reinlaufen. Was soll ich machen? Ich kann mich ja nicht in Luft auflösen. Eine 3. Ah, perfekt. Genauso, was ich brauchte. Das ist ja, wenn der doch super aufgegangen. Und so, jetzt machen wir eine 3 und eine 3. Dann haben wir nämlich eine 4. Eine 4 und 4. 5 und 5. 6 und 6. Und? Special. Was bedeutet Special? Ah, das ist die Seltenheit. Ah, das davor war auch schon Special. Aber die 8 sieht schon über. Also weiß ich nicht. Was ich davon halten soll. Ich mache hier so eine Nuller-Armee mal davor. So.
Ja, die 8 kloppt halt, die kloppt halt übertriebenst rein. Das kann sich sehen lassen. Geil. Wir befinden uns im Boss-Level. Schaffen wir nicht. Vor dem Pyramiden-Level. Also quasi, wenn wir das Boss-Level geschafft haben, kommen wir ins Pyramiden-Level. Jetzt sind wir gerade im Stadt-Level. Das muss alles zerstört werden. Gibt Geld. Perfekt. Das war nix. Schade. Okay, das war auf jeden Fall besser. Nice, wir haben beides geschafft an Geld. Sehr gut. 4,4 schaffen wir. Oh, ich hätte es geschafft, verdammt. Ich hätte mehr Vertrauen haben müssen. Das schaffe ich auf gar keinen Fall. Da hilft auch Vertrauen nichts. Aber das schaffen wir, oder? Ja, gut. Die 0 machen wir hier. 7 müssten wir eigentlich auch schaffen. Wir machen schon gut. Nein, machen wir auf gar keinen Fall. Bam, so. Nice, verbunden. 12.000? Nee. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. Easy. 15.000 vielleicht auch auf Krampf? Nee, schaffen wir auf gar keinen Fall. Lass mal. Oh, geile 3 und eine 0. Ja, war gut, war gut, war gut. So, das ist jetzt Boss-Level. Das heißt, ich rechne mal grundsätzlich damit, dass ich sterbe. Wartet mal. Hier ist das noch verdoppelt. Ab wann lohnt sich das nicht mehr? Ah, es lohnt sich bis zur 2. Bis zur 2 ist immer verdoppelt. Das heißt, das können wir noch zusammenfügen. Und das hier auch noch. Das ist quasi geil. So. Na, am besten, die brauchen möglichst lange, um halt hier hinzulaufen. Ne? Das heißt, im Prinzip macht ja diese Aufstellung Sinn. Ne? Okay, wir gehen mal rein. Weil die treffen immer. Aber die müssen zu unseren Zahlen hinlaufen, versteht ihr? Das heißt, je weiter weg, desto... Ja, das wird auf gar keinen Fall was, Alter. Oder vielleicht doch. Ich habe die ja weiter hinten platziert. Ich denke, das war ein heftiger Gamechanger. Noch 2 blaue und jetzt der Boss. Ja, aber der Boss ist halt ein Problem, ne? Aber der killt natürlich meinen 8 als letztes. Na, das habe ich auf gar keinen Fall geschafft. Das ist schwer, Junge. Dieses Mal beliebt. Dieses Mal haben wir die 1 mit. Und jetzt mache ich auch mehr Schaden. Und jetzt kriege ich... Oh nein, ich hätte beliebt. Oh nein, ich habe die 2 verbraten. Ja, okay, das war's komplett, Leute. Mache ich so viel Schaden? Auf gar keinen Fall. Ja, perfekt. Dann habe ich noch eine Zahl versaut. Leute, okay, jetzt kriege ich eine 2. Hä, wieso haben die sich nicht zusammengefügt? Ja, moin, mit einer 1 und einer 0. Das war so viel schlechter als mein erster Run. So, wir ein bisschen Geld. So. Wir fügen einfach gar nichts zusammen. Dann brauchen die länger, um das zu killen. Warte mal, auf ganz kluger Basis. Ich mache die eine 0 hier hin. Was haltet ihr dann davon? Ja, das sieht... Ich kann es aber gar nicht einschätzen. Die machen schon krass Schaden. Aber die sollten mal den blauen killen, bevor der eine Hops nimmt. Ja, nice. Nee, die killen den roten vorne nicht. Und der Hops jetzt eine 1. Nee, Hops nichts. Oh doch, hat eine 1 gehopst, aber ist nicht so schlimm. Wir können direkt eine 0 nachkaufen. Wichtig. Investiert direkt. Man muss auch seine Gewinne wieder investieren, Leute. Ja, yeah. Krass, wie locker es jetzt plötzlich war, ne? Nice. Ich bin aber sehr zufrieden mit unserer Leistung. Das war ein schweres Spiel, aber wir haben es gut durchgeschafft. Oha, Wüste. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos, wenn ihr wissen wollt, was die letzte Zahl im Spiel ist. Und ich verrate euch, es ist nicht die 9. Es geht weiter. Abonniert den Kanal. Bis morgen, euer Benson. Ciao.